Nutzen Sie auch Topaz Photo AI oder Topaz Video AI? Dann sollten Sie das machen. Hallo, ich bin Thomas Wagner von der Filmpraxis. Es ist am Morgen, kurz nach 5 Uhr, und mir ist eingefallen, dass ich unbedingt noch dieses Video machen wollte. Es geht um wichtige Einstellungen und das betrifft alle, die mehr als eine Grafikkarte in Ihrem System haben. Wenn Sie das überprüfen wollen, dann starten Sie den Gerätemanager, gehen Sie auf Grafikkarten und wenn hier mehr als ein Eintrag drin ist, dann haben Sie zwei Grafikkarten. In meinem Fall ist es eine integrierte Intel-Grafikkarte und eine dezidierte Nvidia GeForce RTX. Warum ist das jetzt wichtig? Aus zwei Gründen. Grund Nummer 1. Die Geschwindigkeit, mit denen die KI-Modelle in den Topaz-Software-Programmen arbeiten, hängt von ihrer Grafikkarte ab. Deshalb sollten Sie immer die bessere Grafikkarte einstellen. Und das machen Sie in Video AI unter File, Preferences, dann unter Application, Processing und hier schauen Sie bitte nach, was bei AI Processor eingestellt ist. Hier sollte Ihre bessere Grafikkarte gewählt sein. In meinem Fall ist das die GeForce. Wenn Sie Video AI Pro haben, dann können Sie auch mehrere Grafikkarten für die Verarbeitung einstellen. In Topaz Photo AI gehen Sie auf Edit, Preferences und hier schauen Sie bitte bei General nach, was unter AI Processor eingestellt ist. Auch hier sollte die bessere Grafikkarte eingestellt sein. Achten Sie bitte auch darauf, dass Sie die aktuellsten Grafikkartentreiber installiert haben. Und mein Tipp, laden Sie diese nicht über Windows Updates runter, sondern direkt beim Hersteller. Also zum Beispiel bei Intel oder bei Nvidia. Okay, das war Grund 1. Grund 2 ist noch viel wichtiger. Denn wenn Sie die folgende Einstellung nicht richtig machen, dann kann es zu Fehlern in der Bedienung kommen. Wenn Ihr Computer mehr als eine Grafikkarte hat, dann entscheidet Windows 10 oder auch Windows 11 darüber, welche Grafikkarte verwendet wird für Ihr Programm. Und das ist eine Automatik. Und oft passiert es, dass Windows die falsche Grafikkarte auswählt. Und dann fangen die Probleme an. Aber keine Sorge, das lässt sich leicht ändern. Gehen Sie in die Windows-Einstellungen. Ich mache das über die Windows-Taste plus I. Dann gehen Sie auf System. Hier finde ich meine Bildschirmanzeige. Jetzt gehe ich etwas nach unten. Und hier finden Sie Grafikkarteneinstellungen. Und unter Grafikleistungseinstellungen können Sie jetzt wählen, welche Grafikkarte für Ihr Programm verwendet werden soll. Und Sie sehen schon, ich habe hier DaVinci Resolve und Edios hinzugefügt. Grundsätzlich funktioniert das so. Wenn ich für Edios zum Beispiel die bessere Grafikkarte einstellen möchte, dann klicke ich hier drauf, wähle Optionen und jetzt kann ich hier auswählen, welche Grafikkarte verwendet werden soll. Ich wähle hier die Grafikkarte mit der höheren Leistung. Und das möchte ich jetzt auch für die Topaz-Programme machen. Klicken Sie auf Durchsuchen, dann auf Ihre Festplatte mit der Windows-Installation. Suchen Sie nach Program Files oder auch Programme. Dann nach Topaz Labs. Und hier finden Sie alle installierten Programme. Ich mache es zunächst für Topaz Photo AI. Ich klicke auf den Ordner. Suche die Anwendung Topaz Photo AI. Und klicke auf Hinzufügen. Ich wähle die Option. Und hier empfehle ich Ihnen natürlich, die bessere Grafikkarte einzustellen. Nur wenn Sie weiterhin Probleme haben, das kann zum Beispiel eine falsche Darstellung der Oberfläche sein, dann sollten Sie auch mal die andere Grafikkarte ausprobieren. Auf jeden Fall sollten Sie nicht Windows entscheiden lassen. Ich wähle also meine Nvidia GeForce Grafikkarte und klicke auf Speichern. Das gleiche mache ich jetzt auch für Topaz Video AI. Ich klicke auf Durchsuchen, ich wechsle wieder auf den Ordner mit den Topaz-Programmen, wähle Topaz Video AI und auch hier die Anwendung. Klicke auf Optionen und wähle meine GeForce Grafikkarte. Das war's auch schon. Mit diesen beiden schnell eingestellten Einstellungen haben Sie ein perfektes System. Und wenn auch Sie die Programme strukturiert lernen wollen, dann schauen Sie sich jetzt mal unsere Videolernkurse zu Topaz Video AI und Topaz Photo AI an, denn damit werden Sie Ihre Projekte noch besser und schneller fertigstellen. Den Link dazu finden Sie unterhalb des Videos.